Wir sind RWE. Ich bin hier mit dem Florian und mit dem Christoph. Wie fandet ihr das Spiel? Ja, erste Halbzeit natürlich wieder früher Rückschlag. Hart für die Fans, hart für die Mannschaft. Gut zurückgekommen, 2-2. Können wir zufrieden sein, glaube ich, mit in Duisburg. Am Ende natürlich ein bisschen unglücklich, aber wie gesagt, aufgrund der Situation und der Lage ist alles okay. Sehr gut. Wie siehst du das? Ich finde das mega geil. Wie lang 2-0 zurück. Wir sind auf ein 2-2 zurückzukommen. Ich finde das mega geil, dass wir auf ein 2-2 gekommen sind. Richtig geil. RWE forever. Auf jeden Fall. Also ich habe das so empfunden, dass in der ersten Halbzeit wir ein bisschen Jugendfußball gespielt haben und Duisburg sehr erwachsen gespielt hat. Was sagt ihr dazu? Ja, liegt, glaube ich, ein bisschen an der allgemeinen Nervosität, die in Essen ist und der Euphorie natürlich auch so ein bisschen geschuldet. Wir sind dritte Liga, wir müssen uns etablieren, erstmal zurechtkommen und ich glaube einfach, mit einem 2-2 in Duisburg können wir gut nach Hause fahren, aufbauen, die Jungs, Dabrowski macht es ganz gut, glaube ich, meiner Meinung nach, baut die Jungs auf. Nach einem 2-0 Rückstand in Duisburg 2-2 zurückzukommen, ist, glaube ich, für mich ganz in Ordnung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was sagt ihr dazu, dass Herr Dabrowski keine Änderung in der Startelf vorgenommen hat? Ich fand das relativ gut. Gerade wenn man neu in der Liga ist, ist Kontinuität eine richtig gute Sache. Und das sieht man auch heute. Wir haben heute auswärts gegen Duisburg gespielt, richtig beim Derby. Und das hat auch richtig gezeigt, dass wir nach dem 2-0 noch um 2-2 gekommen sind. Von daher top. Und darauf lässt sie aufbauen. Was erwartet ihr jetzt beim Spiel gegen Viktoria Köln? Erwartet ihr Veränderungen oder erwartet ihr, dass mit der Einstellung weitergemacht wird? Was erwartet ihr? Wichtig ist natürlich erstmal Vertrauen in den Jungs zu geben und keine Änderungen im Vergleich zu Elversberg-Duisburg ist, glaube ich, auch der richtige Maßstab, mit dem wir rangehen können. Natürlich müssen wir jetzt überlegen, ein, zwei Änderungen vielleicht mal ins Spiel reinzubringen, neue Impulse. Wenn wir die zweite Halbzeit gesehen haben, war völlig in Ordnung. Und ich glaube, wir können darauf aufbauen, wichtiges Vertrauen in die Jungs zu kriegen, als neuer Trainer auch. Und von da an, alles gut. Super. Hast du noch was anzumerken? Alles gut. Mein Kollege hat alles gesagt. Und wir werden die dritte Liga rocken. Und wir machen das schon. Alles gut. Sehr gut. Dann danke ich euch. Danke euch, Jungs. Kommt gut nach Hause. Viel Erfolg. Ne? Wir sehen uns. Wir sind RWE.